Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Mass Effect. Wir spielen die Mass Effect Legendary Edition, sind jetzt gerade bei Mass Effect 1 und haben hier so ein paar Die nicht so gut Verteidigung ist gelaunte. offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. Paar nicht so gut gelaunte, freundliche Kolonisten vor uns. Oh Mann, die sind aber echt schlecht drauf. So. Aber ich habe zumindest noch ein paar weitere erwischt. Das ist gut. Jetzt warte ich mal eben kurz darauf, dass mein Dings mein Schild auflädt. So, hier gibt es Medikits. Und hier gibt es Creeper. Oh wei. Es sind wieder schlecht gelaunte Creeper vorhanden. Ja, ich nehme die mal besser mit. Dann kann ich nämlich auch leichter aussortieren, wer jetzt hier Creeper ist oder Kolonist. So. Lebt da noch was? Nein, tut's nicht. Das ist schon mal gut. Weil die Kolonisten will ich ja eigentlich nicht hier umhauen. So, oh, wir haben wieder genügend Granaten. Das ist sehr schön. Runter jetzt! Mal kurz eben warten. Blink, blink, blink. Aufpassen! Okay, zwei weniger. Das funktioniert so rum eigentlich ganz gut. Okay, hier sind noch mal ein paar neue Creeper. Gut, dann muss ich jetzt hier wieder warten. Kommt mal rum, Jungs. Oh weia, wie viele sind das denn hier? Scheiße. Uah. Uah. Das ist so eklig. Echt, das ist voll die Zombie-Nummer hier. Oh, und da wird man auch gleich mal vergasgranatet. Sehr eklig. Da freue ich mich ja nicht. So, aber ich glaube, ich habe die Typen erstmal erwischt. So, ihr kriegt jetzt erstmal noch eine Granate serviert. Na, mal gucken, was passiert. Ich hoffe, die Granate erwischt sie alle. Oh nee, den habe ich noch nicht. Shit. Okay, da muss ich dann wohl ein bisschen näher ran. Oh, hoffentlich ist sie jetzt nicht zu weit gerutscht. Na komm, Granate. Okay, einer mehr. Sehr schön. Das gab XP. Okay. Aber ich glaube, ich habe hier noch nicht alles. Oh, Frachterkran-Aktivierung. Ah, okay, hier geht's runter. Entschuldigung. Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Oh, das ist nicht gut. Okay. Habe ich jetzt hier noch irgendwelche Leute übrig? Ich glaube nicht. Sie haben alle überlebt. Verluste gering halten. Okay, wir müssen jetzt offensichtlich da noch runter. Also in den Untergrund und weitere Kolonisten davon abhalten, uns zu töten. So, wo ging es denn jetzt hier rein? Ha. Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Nee. Aber er sagt mir hier, ich müsste hier hin. Oh, bitte lass mich das nicht falsch gemacht haben. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Aber hier geht's weiter runter, okay. Gut, gucken wir mal. Ach, vielleicht ist das hier. Oh ja, hier kommen wahrscheinlich die nächsten.
Oh, wir haben 0 abtrünnig und 32 vorbildlich Punkte gesammelt, weil offensichtlich war das dann jetzt für jeden Kolonisten. Ja klar, 16 Kolonisten haben überlebt. Pro Kolonist dürften es dann 2 Punkte gewesen sein. I see. So, wo geht's denn hier weiter? Hier geht's weiter. Ach du fuck. Was ist das denn? Das sieht aus wie. Das sieht aus wie irgendwas Fieses. So, ich speichere mal eben. Oh mein. Bevor wir jetzt hier wieder irgendeinen Shit machen. Oh Gott, was ist das denn für ein Viech? Alter? I. Oh, hier sind noch Creeper. Nee. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen nur. Müssen nur. Was ist das? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Ach du fuck, ist das die fies, alter Schwede, ey. Uah. Ich hoffe, das müssen wir jetzt nicht killen. Uah. What the heck? Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Sie haben Saren etwas gegeben. Etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Oh mein, das war ja so klar. Dass wir wieder diese Creeper haben. Boah, der Eibel. Boah. Boah, bei. Boah, Alter. Und was kommt denn jetzt hier noch? Ah, ich sehe schon, wir müssen hier außen aufräumen. Wah. Boah, und die kotzen dann hier auch noch so eklig Zeug durch die Gegend. Boah. I see. Na, kommt da noch einer? Hier, kommst Commander. Du rum? Das ist ein Knoten oder sowas. Ist jedenfalls einen Blick wert. Ah, Neuronalknoten. Okay, schießen wir mal drauf. Boah. Alter Schwede, ist das eklig. Findet er wahrscheinlich nicht so gut. Das hat ihn verletzt. Man kann es deutlich sehen. Aha. Noch ein paar davon und das Ding hat echte Probleme. Oh my. Also irgendwie kann ich die Teile nicht kaputt machen. Schauen wir mal. Wahrscheinlich kommt da jetzt gleich der nächste. Oh, Igitt. Das ist doch eklig. Noch so Klon. Sehr schlecht gelaunter Klon. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Asari-Platte hauen. Haben wir nichts Besseres zu tun hier. Wo ist denn die Olle? Hallo? Okay, also den haben wir hier unten platt gehauen. Und meine Jungs stehen halt mal wieder hier drin, wie bestellt und nicht abgeholt, wie üblich. Feros ist echt verbuggt. Oh Mann. Das ist jetzt ein bisschen unschön, ehrlich gesagt. Weil es halt auch bedeutet, dass ich jeden Scheißkampf alleine machen muss. Ah. Ach, komm jetzt. Stress nicht rum, Mädel.
haben die Schilde verloren. So, ich glaube, die hat's erledigt. Und da oben ist bestimmt auch noch einer. Na komm schon, du kleiner Creeper. Boah, kotz hier rum. Pfui, da will. Boah, diese Creeper sind so ekelhaft, echt. Es ist wie ein schlechter Zombie-Film. Also richtig schlechter Zombie-Film. So, der hängt hier noch. Ah, okay, dann. Wir haben sie, Commander. Boah, hier sind natürlich noch ein paar mehr. Ist so klar. Muss mal schauen, ob ich hier irgendwo noch einen Knoten finde. Waffenspind, ja nee. Jetzt fängt der Spaß an. Nee, ihr macht ja nicht mit, ihr Spacken. Es wäre ja spaßiger, wenn ihr da tatsächlich dabei wärt. So. Eins weiter oben dürfte dann der nächste sein. Okay, ich glaube, den habe ich erwischt. Boah. Pfui, Deibel, ey. Ist das eklig. Ich glaube, das fand er jetzt nicht so gut. Ach, hier ist schon wieder die nächste hier. Schilde sind. Sag mal, wie viele von den Dingern hast denn du, Junge? In jeder Runde kommt eine neue. Boah. Ekelhaft. So, ich glaube, das waren alle. Shepard! Okay, also ich glaube, ich muss noch eins weiter hoch. Fürchte ich fast. Hier ist der nächste. Nee, warte mal. Hier ist der nächste. Ach, cool. Oh. Gott, ist das eklig. Na, wie viele kommen denn dieses Mal? Oh. Das Schlimme ist, ich habe noch nicht mal Granaten, die ich hier reinwerfen könnte, weil ich habe vergessen umzustellen. Boah. Aber dafür ist die Rotflinte echt eine gute Hilfe. Für diese Jungs hier. Weil es die Viecher halt einfach gleich mal umhaut. So, nächster Knoten. Nächster Spaß. So, wie viele kommen denn jetzt noch? Habt ihr jetzt alle? Okay, hier ist der nächste Creeper. Thema erledigt. So, ich glaube, einen Knoten haben wir noch, oder? Ja, hier ist noch einer. Oh Gott. So eklig! Ist das eklig! Fear my mighty Shotgun. Schilde deaktiviert. Boah. Ich mag Schrotflinten. Schrotflinten sind toll. Da wäre meine bessere Hälfte jetzt wahrscheinlich anderer Meinung, weil er bei Division 2 grundsätzlich immer Schrotflinten im Loot hat. Während er die eigentlich gar nicht benutzt. Dafür kriege ich dann immer die ganzen Scharfschützenknarren, die er gerne benutzt. Insofern ist das nicht ganz ausgewogen, aber hey, in solchen Situationen wie hier sind definitiv solche Sachen sehr hilfreich. Okay, gucken wir mal. Neues Universalgel. Ich hoffe mal, ich kann mich damit jetzt alle wieder heilen. Ja, sehr gut. So, aber wo ist jetzt der nächste Knoten? Wo muss ich denn da jetzt hin? Ah, ich glaube, ich bin eins zu weit gewesen. Genau, ich muss hier durch. Oh, hier sind natürlich noch ein paar. Oh, das war ja so klar. Noch ein paar von der Sorte brauche ich jetzt ganz dringend. Komm. Du stehst jetzt auch nicht mehr auf. So.
Sonst noch irgendwer, der möchte... Ja. Lustige Platzparty. Wumm. Oh Gott, wie viele von denen hat er denn hier eigentlich? Das sind schon ein paar. Viele. Und das ist eklig. Ja, kotzt du mal in eine andere Richtung, Kumpel. Schrotflinten. So. Na, kommen da noch welche? Muss ich jetzt hier noch irgendwo entlang? Weiß ich, hier hoch? Wahrscheinlich schon, ja. Alter, wie viel von diesen Viechern brauche ich denn hier noch? Alter, renn halt rum. Boah, ist das eklig. Alter, was für eine Sauerei. Okay. So, ich glaube, ich hab's. Einen Knoten brauche ich wahrscheinlich noch, oder? Das dürfte der hier sein. Ja, ich hoffe doch. Weil hier kommen schon seine nächsten Kumpels und sagen freundlich Hallo. Vermutlich. Na, wird das jetzt hier was? Ja, da ist er. Oh. Gott. Das ist ja mein Kämpfchen hier. Shepard gegen die Zombie-Armee, echt. Und es sind Pflanzenzombies, was am ekligsten eigentlich ist. Ich mag eigentlich Pflanzen, aber nicht, wenn sie mich versuchen zu töten. Oh Mann. Komm, jetzt stirb doch einfach mal mit Anstand und Würde. Aber ich mag dieses grüne Zeug hier nicht, deswegen packen wir uns noch mal ein bisschen Gel rein. Hoppa. Oh wei. So, erstmal den hier und dann noch den hier und dann sind sie hoffentlich alle. Ja, ich glaube. Oh Mann. So, Jungs. Nachdem ihr ja unglaublich hilfreich seid und immer noch da unten steht und nichts tut, mache ich hier mal eure Arbeit mit. Ich meine ja nur... Boah, im Ernst, das ist echt das faulste Squad der Welt. Na, kommt da noch jemand? Ja, kommt noch. Ich darf halt nur nicht daneben schießen, sonst habe ich ein Problem. Bisschen hakelig das Ganze heute. So, haben wir es jetzt. Sonst noch jemand, der sich einmischen muss. Boah, das ist so ekelhaft. Einfach eklig. So, ich glaube, den haben wir jetzt. Wunderbar. Oh mein. Wow. So ekelhaft, echt. Okay, das findet er wahrscheinlich nicht so geil hier. Frums. Und weg ist er. Noch jemand? Ach komm. Hammer's jetzt. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Benesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Benesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Benesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann?
Benesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Typische Asari-Einmischung. Mit der Zeit beißt sie dich in den Hintern. Asari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. And it is sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Warum versuchten die Geth dann, den Turianer zu vernichten? Als Saren hatte, was er wollte, brauchte er den Turianer nicht mehr. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen, aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken? Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden, es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie, sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was ist da gerade passiert? Alles in Ordnung? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt. Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Ach ja, ist doch toll, ne? Jetzt sind wir voll dechiffriert. Oh Mann. Lieben, an dieser Stelle werde ich mich mal wieder verabschieden. Danke, dass ihr mit dabei wart und in der nächsten Folge gehen wir der Sache noch ein bisschen auf den Grund und gucken, was wir sonst noch auf Feros machen können, denn ich glaube, das hier war jetzt so der Haupt...
Anteil der Geschichte, aber wir haben ja noch ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen Quests oder so. Mal schauen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschö.